Hallo und herzlich willkommen hier zu Rollercoaster Tycoon 3 Soaked. Und könnt ihr euch noch an diesen Park erinnern? Es ist der Monstersee. Und ja, in Soaked haben wir schon alle Karrieren, Stufen abgeschlossen, haben alles zu 100% erfüllt. Und manche von euch haben sich gewünscht, dass wir in dem Park davor bleiben, was wir jetzt auch noch zwei Parts ja waren. Und andere haben sich gewünscht, dass sie nochmal einen anderen Park ausbauen. Deswegen dachte ich mir, dass wir jetzt in den nächsten und letzten beiden Folgen einfach noch von Park zu Park switchen und uns unsere Ergebnisse angucken. Und vielleicht noch die ein oder andere Sache verändern. Das fände ich nochmal so als Abschluss für das LP echt cool. Und ja, hoffe, ihr findet das auch gut. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob es als Abschluss geeignet ist oder nicht. Ja, ich erinnere mich an den Park. Was hatten wir denn hier für tolle Ziele? Besucher im Park, Parkbewertung und den VIP sollten wir beeindrucken mit dem Schwimmbad. Ja, ich erinnere mich. Und da hatten wir doch hier komischerweise irgendwie alles abgerissen und mussten es neu bauen und so eine Scherze, oder? Irgendwie war doch da was. Das klingelt bei mir. Oh, unsere Bahn hier ist auch voll. Wir können ja auch nochmal mitfahren. Das ist bestimmt auch ganz cool. Wuhu! Yay, sie schreien. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum man da... Oh, davor hätte ich Angst. Hilfe! Ah, Plätze! Yay, und wir sind durch. Wahnsinn. Was für eine rasante Fahrt. Ach, Mensch, ja. In diesem Park hatten wir so den ein oder anderen Spaß. Ich muss es ja zugeben. Was hatten wir eigentlich im Schwimmbad? Oh, auch so ein Springteil. Wie viele sind denn eigentlich hier gerade drin? 100 Personen, na meine Güte. Hier ist ja was los. Ja, Rollercoaster kam jetzt eine ganze Weile nicht, da ich immer dann erst Sims aufgenommen habe und versucht habe, die ganzen neuen LPs in die Sims 4 zu etablieren. Und das war halt nicht so einfach zeitlich. Von daher verzeiht es mir, dass jetzt alles andere ein bisschen hinten anstehen musste. Aber letztendlich musste diese Woche Sims ja auch ausfallen, mehr oder weniger. Da ich es zeitlich nicht mehr geschafft habe. Dann, dann, dann. Ja, gut, ich glaube, wir haben uns den Park hier nochmal in rege Erinnerung gerufen. Auch wenn wir jetzt irgendwo auf einem Berg gelandet sind. Hey, Bergsteigen ist hier in dem Park auch inklusive. Hui, so. Oh, wo sind wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Also meine Kamerasteuerung ist heute für den Po. Gut, aber ich würde sagen, wir können hier mal an der Stelle speichern und werden einfach mal in den nächsten Park zurückflitzen. So, wir waren gerade hier im Monstersee. Was hatten wir noch für Parks? Wir hatten Captain Blackheart's Piratennest. Ja, wisst ihr noch, da war diese riesige Show immer gewesen. Die Vergnügungsoase, genau, die fanden wir ja auch cool. Die war nochmal so ähnlich wie hier Robinson. Und ja, das versunkene Atlantis, stimmt. Das war da, wo die Wege überall unten drunter mit bei waren. Was haben wir noch? Quelle der ewigen Jugend. Oh ja, den Park, den fand ich ja nicht so dolle, da man so wenig bauen konnte. Aber auch den haben wir gemeistert. Was haben wir hier? Meereswelten. Ach ja, genau, der Park mit den riesigen Parkplätzen und das alles. Die Schatzinsel. Sagt mir jetzt noch nicht viel mit ihm hier. ja, hier klingelt es so ein bisschen. Bei mir war das nicht da, wo wir auch noch mehr Wasserbahn irgendwie machen mussten. Da können wir ja einfach mal reinschauen und gucken, ob es dann wieder Klingeling bei mir macht, weil momentan kann ich mich nicht so recht erinnern, was da so war. Hm. Nee, nicht wirklich. Sollten wir vielleicht nochmal gucken. Voraktivieren 30% und dann blieb es stehen bei 90. Objekte aktivieren. Wuhu. Was für eine Geschwindigkeit. Wir werden hier bestimmt einen Preis für gewinnen, weil wir so absolut schnell sind beim Laden. Da überholen sich schon die Striche. Yay, nachaktivieren und komm, Park wird initialisiert. Komm schon, yay. Und da war der Ladebalken durch, wuhu. Ja, die Schatzinsel, was haben wir denn hier? Ja, ich erinnere mich grob. Wir hatten hier irgendwie mit Lebensmitteln und so rum praktiziert. Achterbahn mit seitlicher Führung, okay. Die Bunny hatten wir nicht gebaut, ne? Das war die, die schon vorher da war. Und wir hatten nur das Drumherum hier gebaut gehabt. Ach ja, und die Achterbahn, mit der kaum einer fahren will. Mein Gott, Duckwit können wir ja auch noch gerne mal wieder fahren. Frage ist nur, wann startet die? Wir können ja erst einfach mal rausfinden. So, ein Zug weiter vor, vorheriger Zug. So, wir sind bereit, es kann losgehen. Yay. Wuhu, es geht los. Oh, es geht aber schon ganz schön tief runter, ne? Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Wuppeli, du.
Das ist ja mit übel. Okay, gut, da geht es auch wieder eine Ewigkeit hoch. Also wirkt es gar nicht, wenn man in die Richtung guckt. Also sobald man hierher guckt, wird es doch schon wieder ein bisschen höher. Oh, da ist der Berg auch so komisch, oder? Das könnten wir auch mal richtig machen. Hui! Gut, da sind die Schienen einfach mal im Berg verschwunden. Oh, jetzt geht's nochmal runter. Ach, du Heilige. Hilfe! Oh mein Gott. Das ist ja schon echt extrem, ne? Ach, du Heilige. Ah, Hilfe. Oha. Das ist eine spannende Bahn gewesen. Hilfe, nie. Das ist ja echt krass, ne? Wo haben wir denn eigentlich eine Erste-Hilfe-Station? Haben wir hier eine Erste-Hilfe-Station? Dann würde ich hier echt gerne eine hinstellen. Das fand ich jetzt doch schon echt extrem, ne? Das ist ja nicht normal. Ich stelle mir mal gleich eine davor und dann ist gut. Geldautomat ist immer noch kaputt. Haben wir nur einen Geldautomaten? Mensch, müssen wir noch einen zweiten bauen? Ja, wir haben tatsächlich nur einen. Wo steht denn der erste? Da unten. Dann packt man noch hier oben einen hin und dann sind sie hoffentlich alle glücklich. Nur irgendwie habe ich hier gerade keinen Platz mehr für einen Geldautomaten. Das ist natürlich uncool. Aber hier könnte man noch einen zwischenpacken. So. Müssen wir nur noch die Bank wegnehmen, sonst wird es vielleicht ein bisschen holprig hier. Ups. So. Tada! Da habt ihr jetzt einen Geldautomaten. Da könnt ihr euch auch noch Geld holen. Yay, die erste macht es auch schon super. Ich denke mal, Schulden oder so müssen wir auch nicht mehr abbezahlen, oder? Nee, wir sind einfach nur reich hier in diesem Park. Naja, ne, sagen wir nicht nein. Ach, Mio, wie viel haben wir hier im Schwimmbad? Ach ja, die haben wir ja verknüpft gehabt, genau. Ah, wir sind cool. Waren wir das überhaupt? Aber irgendwas haben wir hier doch gemacht, oder? Ich glaube, wir haben das nicht gemacht. Wir sind uncool. Nee, ich glaube, das war schon so. Also auf eine Verbindung wäre ich noch gekommen, aber ich glaube, auf zwei übereinander komme ich nicht auf die Idee. Ah, nee, das ist mir nicht passiert. Schade. Was können wir denn hier unten noch hinbauen? Können wir da noch was hinbauen? Das haben wir hier dann noch nicht gebaut. Ich wette, das haben wir schon gebaut. Haben wir ein doppeltes Überkopfschwungschiff? Keine Ahnung, es wird mir nicht angezeigt. Das ist natürlich blöd. Bin ich da jetzt drin? Nee. Ich kann da auch nichts anwählen, ne? Müssen wir einfach nochmal in die Optionen hier gehen. Moment, falsches. Da. Und. Nee, wir haben Drehwurm, Meteorit. Hier, doch, doppeltes Überkopfschwungschiff haben wir schon. Dann lasse ich das mal offen stehen, wenn wir hier auswählen. Dann kann ich immer gleich gucken. Das ist praktischer. Roboterarm. Haben wir einen Roboterarm? Nein, dann bauen wir doch einen Roboterarm. Ich meine, die Kohle haben wir, den Platz hier unten auch. Ich überlege gerade nur, inwieweit wir das hier hinbauen. Dann baue ich das mal dahin. Und. Ach, baue ich einfach mal so lang. Wird schon irgendwie funktionieren. Yay, funktioniert. Hätte ich was nicht gedacht. Ich dachte, der Berg stehe da im Weg. Wie haben wir denn hier die Anstellwege gemacht? Ach, dieses hier. Gut, dann machen wir das hier auch. Upsi, du. So. Testen alle 10 Minuten und Volllast. Und machen wir mal 2,50 oder so. So. Dann eröffnen. Huhu. Brauchen wir eigentlich noch Personal und sowas? Oder reicht das hier? Können wir noch so jemanden, der fegt, einstellen? Ups. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Und die sind ja hier anscheinend auch mehr als zufrieden mit dem, was sie tun. So, der ist auch nicht mehr ganz so faul. Der war noch nie faul. Na Mensch, so trifft sich. Gut. Haben wir hier noch irgendwo Platz, um was hinzustellen? Weil das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus. Trostlos. nee, hier oben nicht wirklich. Ja, es war schon ziemlich eng hier, ne? Wir haben aber den Platz schon relativ gut genutzt, würde ich sagen. Obwohl wir hier ja auch noch alles Zaungelände haben, ne? Hier können wir ja rein theoretisch auch noch bauen. Entweder holen wir uns die Insel hoch oder wir gehen hier einfach runter. Das wäre natürlich auch noch drin. Gehen wir einfach runter. Ich meine, wir haben ja hier genug Geld, da können wir hier auch mal ein bisschen fleißig durch die Gegend bauen. So.
Gut, dann gehen wir hier einfach mal geradeaus durch die Gegend. So. Und dann können wir hier eigentlich schon runter wandern. So. Tada! Da waren wir auch schon unten. Da waren wir auch schon unten. Gut. Was uns das jetzt bringt, weiß ich noch. Was macht denn das Maskottchen da? Rennt er erstmal die Treppe runter. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was uns das bringen soll. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Was haben wir denn hier für Mülleimer? Haben wir hier diese, genau, wir haben die Muschelmülleimer. Dann werde ich die hier auch wieder hin platzieren. So. 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 Und Bänke kriegen wir hier auch noch hin. Bank. So, dann sieht das hier wenigstens noch nach was aus. Gut, was können wir denn bauen? Wir können Donnerbobs haben wir noch nicht. Und wir haben noch keine Rundbahn, oder? Doch, Rundbahn haben wir schon. Schnellboot? Haben wir ein Schnellboot? Nein, wir haben kein Schnellboot. Das ist ja außergewöhnlich, dass wir das noch nicht haben. Faszinierend. So, aber wo stellen wir das hin? Ich weiß nicht. Ich würde es ja schon gerne irgendwie nach hier unten platzieren, aber vielleicht sollten wir da einfach mal ein bisschen das Gelände glätten. Dann kriegen wir vielleicht das auch so hin, wie wir das wollen. So, glatt, 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 glatt. So, das sieht ja schon mal gar nicht so übel aus. Lululu. Wir machen alles platt, wir machen alles glatt. Juhu, juhe. Alles glatt. Ich mache daraus noch ein Lied, Leute, passt mal auf. Gut, wie sieht es hier oben aus? Eigentlich unverändert, das ist sehr gut. So, hier holen wir noch ein bisschen Erde raus. Na, mein Gott. Sind wir hier wie gestrandet? Gut, dann schnappen wir uns wieder unser Schnellboot. Und dann müssten wir das eigentlich super platzieren können. Jein. Ich würde sagen, wir platzieren es aber trotzdem. Gut. Und dann gehen wir hier mit unserem Weg weiter. Na? So. Yay, wir sind angekommen. Und wir sind sogar auf einer Ebene. Das ist auch cool. Na? So, platziert sich. Und dann kommen wir einfach hier lang gelaufen. Tada! So, einmal testen, alle 10 Minuten auf 2,50 Volllast und eröffnen. Wuhu! Gut, dann würde ich ja fast mal vorschlagen, dass wir hier unten auch eine Essensinsel einrichten, damit die hier auch alle noch was futtern können. Ich überlege gerade nur, ob wir die auf dem Wasser machen oder ob wir die hier in der Ecke machen. Ich glaube, wir machen die hier in der Ecke. Fände ich persönlich ein bisschen cooler. So. Haben wir hier unsere Essensinsel. Mal gucken, was wir da alles hin platzieren können. Ich meine, wir können auch mal einen Geldautomaten hier hinpacken. So. Und ich glaube, eine Toilette wäre auch nicht schlecht. Gut, soviel zum Thema Essen, ne? Geld und Toilette ist immer super, was Essen betrifft. Was haben wir denn hier noch nicht? Wir haben noch keinen türkischen Honig. Können wir den gleich mal platzieren? Und ja gut, Limonade und Krokodilcocktails, haben wir die schon? Nee, haben wir auch noch nicht, ne? Diese Säfte. Ja, packen wir einfach mal da in die Ecke. Gut, Hähnchen, haben wir schon Hähnchen? Nee, Hähnchen gibt es hier auch noch nicht. Faszinierend. Oh, jetzt gibt es Hot Dogs. Auf jeden Hot Dogs. Ich liebe Hot Dogs. Ich habe mir letztens erst wieder so Röstzwiebeln gekauft und Hotdogbrötchen. Habe ich mir zu Hause Hot Dogs gemacht. So, also kommen auch gleich noch Hot Dogs hier mit rein. Perfekt. So, was haben wir noch? Dann packen wir auch noch mal Limonade nach hier unten. Dann können sich alle mal über Limonade noch freuen. Gott, dann haben wir schon 4 Limonadenstände. Nee, 3. Aber eins habe ich dann anscheinend mal abgerissen. Gut, was haben wir hier noch, was wir platzieren können? Haben wir Fanartikel schon? Anscheinend nicht, aber ich liebe Fanartikel. So. Darüber könnt ihr euch dann jetzt auch mal alle freuen. Und Sonnenbrillen haben wir auch schon und Sonnenmilch auch.
Na, ganz ehrlich, Sonnenmilch kann man nie genug haben. Tada! Gut, also ich scheine das hier unten ganz nett zu finden. Würde ich jetzt mal so behaupten. Sind hier die tollen Mülleimer, weil ich glaube, die brauchen wir jetzt auch langsam. So. Und hier am besten auch nochmal. Gut, und den Rest können wir mit Bänken pflastern. Ups. Eine Bank da, eine Bank hier. So. Passt hier noch eine hin da. Und das war's auch schon. Schubididu. Ha, ist das nicht toll? Wir bräuchten hier nur jemanden, der es auch irgendwie sauber macht. Ah ja, das wird ein bisschen schwieriger. Gut, hier. Komm, Mäuschen. Mach mal alles schick. Das wäre voll toll. So, aber der Part ist auch wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns dann auch nochmal am Dienstag mit ein paar neuen Folgen hier von Rollercoaster Tycoon 3 Soaked. Und ja, leider auch den letzten Folgen, bevor hier wirklich endgültig abgeschlossen steht. Und ja, die 45. Folge am Dienstag, letzte Folge und ich freue mich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Also, dann bis dann, ne? Ciao!